Oh, Physik, ich liebe dich. Hallo, hier ist Colin. Hallo Colin, etwas ist passiert. Wir wissen nicht, wie es passieren könnte, aber es ist passiert und wir können das nicht verändern. Was? Du weißt, ich verstehe nicht. Das Kennwort ist Eisbär. Was? Was? Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Was soll ich machen? Ach nein. Ich weiß, dass ihr sehr konfus sein müsst. Vielleicht spinnt ihr. Macht euch keine Sorgen darum. In diesem Moment hatte ich auch keine Idee, wo das Ding, das ich suchte, war. Ich hätte klüger sein sollen, aber im Moment glaubte ich nicht, was vorher passiert ist. Ich sollte diese Situation erklären. Es gibt unter mein Haus eine Bombe. Ich weiß nicht, warum es eine Bombe gibt, aber im Moment war das von Bedeutung nicht. Es gibt auch eine Schüssel, damit man die Bombe hindern kann. Aber ich war ungewöhnlich unordentlich, also ich habe die Schüssel verloren. Das war dumm. Und jetzt, hier sind wir. Ich habe die Schüssel nicht, ich suche es und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Eine schöne Situation, oder? Wo ist die Schüssel? Nur eine dumme Schüssel. Ding, Colin, ding! Tja, ich weiß, wo die Schüssel gestellt wird. Aber warum sollte ich dir die Antwort geben? Das ist nicht spannend. Komm schon, Gehirn, du weißt, dass wir zusammen sterben werden, wenn du mir die Antwort nicht gibst. Ja, ich weiß. Lass mich sehen. Nein! Verdammt, Gehirn, ich witzle nicht! Blöder Hund! Komm doch schon, ich muss dich finden! In dieser Minute wusste ich, dass es keine Hoffnung gab. Ich meine, wirklich? Ich habe die Schüssel nicht gefunden, ich hatte weniger Energie und ich konnte nicht denken. Was ist denn passiert? Ich werde euch sagen. Die Bombe hat explodiert. Die Schüssel ist nicht gefunden worden. Oh, Puppe, du bist so lustig. Guten Tag, hier ist Colin. Tag, Colin. Etwas ist passiert. Wir wissen nicht, wie es passieren könnte. Aber es ist passiert und wir können das nicht verändern. Du weißt, das Kennwort ist Braunbär. Ach nein. Was soll ich bloß tun? Wo ist die verdammte Schüssel? Wo ist sie jetzt? Die Frau, die alles wissen möchte. Die Frau, die alles wissen möchte, war eine Frau, die sehr interessant war. Meiner Meinung nach hatte sie wenige Zeit, aber das war von Bedeutung nicht. Sie war sehr nutzbar. Man könnte ihr irgendwas sagen und sie würde es erinnern. Es war ausgezeichnet. Ich dachte, dass ich ihr sagte, wo ich die Schüssel gestellt habe, aber ich war nicht total sicher. Ich musste versuchen. Ich hatte keine andere Wähle. Komm schon, Frau, ich brauche dich jetzt. Hallo, Colin. Oh. Ja. Hier ist die Frau, die alles will. Hör mich, ich brauche etwas. Irgendwas. Weißt du, wo ich die Bombenschüssel gestellt habe? Frau, bist du da? Ja, ich versuche zu erinnern. Ich weiß nicht, ob du das mir vorher sagen hast. Nein, ich musste das tun. Denk mir, Frau, diese Station ist zeitkritisch. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo die Schüssel ist. Vielen Glück. Wo denn jetzt? Die Schüssel wäre im Computerzimmer. Aber wer... Die Plattezelle. Jetzt war ich sehr nervös. Wo könnte die Schüssel sein, wenn die Frau, die alles wissen möchte, das nicht wisst? Ich hatte keine Ahnung.
Also, ich suchte es um das Haus, aber suchte es scharfsinniger nicht. Alles geht wie den ersten Versuch. Was ist denn passiert? Es war voraussehbar. Die Bombe hat explodiert. Das ist interessant, oder? Hallo, hier ist Colin. Wie geht's? Hallo, es geht nicht gut. Etwas ist passiert. Wir wissen nicht, wie es passieren könnte, aber es ist passiert und wir können das nicht verändern. Was meinst du? Ich verstehe nicht. Du weißt, das Kennwort ist Grizzly Bear. Nein, nein, nein! Hier schaut es, dass die Bombe wieder explodieren würde. Aber im Moment hatte ich keine Idee, was passiert ist in den anderen Teilen. Also, ich hatte keine Idee, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Es war wie der erste Teil. Ich fand mich im Computerzimmer mit keinen Ideen und weniger Energie. Deswegen rannte ich aufs Datenzimmer. Was denkst du, Hund? Ich habe wenige Zeit, die Schlüssel. Hund, du bist am besten. Oh, Hund, wir werden nicht sterben. Oh, Hund, du bist absolut tot. Komm schon, komm schon. Wir haben keine Zeit, witzig zu sein. Ich dachte, dass ich sterben würde. Alles war gut. Ich habe die Bombe hinter. Der Hund war nicht total dumm und ich werde ja nicht sterben. Ich wusste, dass ich ordentlich sein muss, aber im Moment war das von Bedeutung. Alles war in Ordnung. Ich lebte das Leben eines Königs. Aber dann... Die Bombe hat explodiert. Was war verkehrt? Ich war nicht guter Stenograf. Ich wusste das. Andere Leute wussten das. Der Hund hat doch gewusst. Anstatt Grizzly Bear habe ich Grizzly Bear getippt. Dumm, oder? Ich habe die Schüssel gefunden, aber trotzdem hat die Bombe explodiert. Und jetzt bin ich tot.